Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Genial daneben. Ich freue mich, dass Sie wieder da sind. Auch im neuen Jahr. Ich hoffe, Sie haben alles gut überstanden. Ist ja jetzt schon ein bisschen her, aber egal. Sie merken, es freuen sich alle, dass es Genial daneben auch 2005 gibt. Das ist gut so. Und wir werden auch heute wieder im neuen Jahr eine richtig schöne Sendung haben. Wie die kleinen Kinder sind sie. So. Sehr gut. Es ist wunderschön. Ich hoffe, ihr habt das neue Jahr gut begonnen. Ja, ihr das seht ist zwar ein altes indianisches Ritual, dass man die bösen Geister wegklatscht. Deshalb ist das, finde ich, das fantastisch, dass das Publikum das mitgemacht hat. 7. Januar, erste Sendung des neuen Jahres. Wir sind alle ein wenig aufgeregt, ja, aber auch voller Energie. Was wird das neue Jahr bringen, Bernhard? Zumindest schöne Geschenke zu Weihnachten. Der Volker von seinem Forum. Von meinen Forumsmitgliedern, die haben mir ein T-Shirt gemacht und ihre ganze Sympathie mir gegenüber. Klicken Sie einfach mal an arschkröte.de. Forumsmitglieder heißt so viel wie Heimmitbewohner. Ja, genau. Genau so. Die Zivildienstleistenden, die sich sonst um den Herrn Balder kümmern, wenn er abends nach Hause muss. Genau. Ich möchte gerne heute ganz viel Geld loswerden und werde am Anfang in der ersten Frage gleich voller Zuversicht zu Christian Becker gehen. Er wohnt in Bremen. Christian, frohes neues Jahr, auch für Sie daheim. Christian hat eine sehr schöne Frage, möchte gerne wissen, was ist eine Schenkelspreizung? Eine Schenkelspreizung, das kann sich ja nur auf einen Zirkel beziehen, ja, bevor wir jetzt wieder im neuen Jahr direkt auf die Reeperbahn gehen. Ich würde sagen, sind das nicht Schenkelchen von einem Zirkel? Es gibt gleichschenkelige Dreiecke zum Beispiel. Genau. Und je nachdem, welchen Winkel die haben, dementsprechend ist es halt gut gespreizt oder weniger gut gespreizt. Profispreizer oder Amateurspreizer. Das muss alles bewerten, lass es einfach mal stehen. Ja, aber entschuldige mal, ab und zu ist es halt gut und ab und zu schlecht. Und das muss man dann auch mal sagen. Das ist die Antwort der Gruppe, ist das richtig? Die ist mir zu vage. Es könnte auch aus dem Klavier, es könnte aus dem Klavierbau kommen. Da gibt es halt auch Schenkelspreizer, die halt zum Beispiel die Beine des Flügels oder eines Klavieres oder so etwas nach außen drücken, um die Tasten von unten rein zu tun. Oder des Pianisten. Oder des Pianisten, ganz genau. Ich weiß natürlich nicht, ob Sie uns gerade auf die falsche Fährte wieder führen wollen. Ich sage gar nichts. Oder ob Sie schon meinten, dass es mit der Spreizung von Schenkeln in der Geometrie zu tun hat. Also wäre eine Schenkelspreizung ein Winkel, eine Veränderung eines Winkels. Ich habe nichts, nichts gesagt. Sie sagten doch, es war nicht detailliert. Ich habe gesagt, es wird zu vage. Ich habe nichts gesagt, hat er gesagt. Ja, hat er gesagt. Okay, sind wir in der Mathematik, Herr Balder? Ist das die richtige Richtung? Sind wir bei geometrischen Figuren? Richtig? Naturwissenschaften. Sind wir beim Cello? Sind wir bei Genial daneben? Sind Sie bei... Ja. Tausend Fragen, keine Antwort. Absolut. Ist alles prima. Alles prima. Ein Cello wird doch zwischen die Beine geklemmt und je nachdem, wie groß das Cello ist, beziehungsweise wie klein der Cello-Spieler ist, muss man die Schenkel weiterspreizen. Muss man die das kann ja jetzt nicht dein Ernst sein. Da hast du recht, da gibt es so ein Ding aus Schaumgummi, was man sich halt zwischen die Beine legt und dann kann man alle möglichen Instrumente, Videorekorder, dazwischen tun. Ja, ja, natürlich zur Übung. Was meinst du, wenn, wenn dein Instrument mal in der Werkstatt ist? Du, bei mir rennst du offene Türen ein. Sein Instrument ist noch nie in der Werkstatt gewesen. Nee, ich weiß. Woher weißt du das? Hat er mir erzählt. Wir kommen auf eine falsche Fährte. Ja. Also Schenkelspreizung. Lass doch mal den Hoeker. Ich glaube, es kommt aus dem Handwerk. Und zwar, ob das jetzt die Landvermessung ist oder aber irgendwie... Die Landverschickung. Ich verstehe gerade nicht, warum die Frau Schöneberger lacht, Herr Balder. Können Sie Weil das rauskriegen für mich? Wie immer. Ja, genau. Hauptsache besoffen. Und die, naja, und da gibt es halt, je nachdem, was man da macht, muss man halt irgendein als Zirkel oder Winkel benutzbares Gerät aufspreizen, was aus zwei Schenkeln besteht. Das ist doch ganz weit hergeholt. Ja, aber treten wir jetzt hier im Kollektiv auf? Oder weil der Balder mir eben nicht gesagt hat, ob diese Dreiecksschenkelrichtung überhaupt... Welche Dreiecksschenkelrichtung meinen Sie denn? Ja, ich meine, also es gibt ja drei gleichschenklige Dreiecke. Also es ist eine Schenkelspreizung. Bezieht es sich auf die Schenkel eines Dreiecks? Das ist eine Frage, die ich jetzt herzlich gerne am Anfang des Jahres mit Ja oder Nein beantworte. Aber er antwortet doch wie immer nicht. Er antwortet nicht, seitdem er sich im neuen Jahr diese André Rieu-Frisur gemacht hat. Ja? Also, überhaupt nichts damit Sie zu tun, sind ja in der Mathematik jetzt. Ja, in der Geometrie. Ist es okay, Schenkelspreizung?
Oder Schenkelspreiz. Jo, Schenkelspreizung. Vielleicht kommt es aus dem Dachbau. Ich überlege jetzt, wo finde ich in der Natur oder sonst wo irgendwelche gleichschenkligen Dreiecke. Ein Dach ist ja ein gleichschenkliges Dreieck. Wenn ein Dach, wenn die Schräge in einem Dach verändert wird, muss man die Schräge der Schenkel verändern und damit sie spreizen. Zum Beispiel, wenn man einen Anbau macht, der auch überdacht sein soll. Und dieses Verfahren nennt man Schenkelspreizung. Wenn Eckhard witzig mal einen Froschschenkel kocht. Jetzt sind wir vielleicht im Straßenbauamt, also wie man Straßen führt, wie man Straßen, die sich abzweigen müssen, um etwas zu umfahren, wie man die spreizt, diese... Wie war das mit den Froschschenkeln? Wenn der die hinlegt auf den Teller, weil er eine Froschschenkelsuppe gemacht hat und zur Dekoration noch zwei Schenkel beilegen möchte, zusammen mit einem Basilikumblatt. Aua, das ist nicht schön, was soll man auch nicht essen? Das arme Basilikumblatt. Christoph. Das ist richtig. Gut. Vermessungswesen wäre noch mein Stichwort. Dann kann Christoph in der Zeit überlegen. Vermessungsleute gehen auf so einen lustigen Nupsi und müssen dann so etwas aufstellen, so ein Dreieck. Sieht so ein bisschen aus wie eine Feuerstelle. Was ist denn ein Nupsi dann jetzt in diesem Fall? Was ist jetzt ein Nupsi in diesem Fall? Im Boden ist ein Einlass, das sieht man sehr häufig in Straßen, da gibt es einen Messpunkt. So heißt das. Mit einer kleinen Vertiefung. Was ist eigentlich ein Messpunkt? Rufen Sie an, 10, 11, 20 oder wie heißt diese komische Nummer hier? So, und dann kommt hier stellt man das drauf, da kommt so ein kameraähnliches, dann machen wir so Verbindungen mit Zollschenken und man muss diese Schenkel dieses Gerätes spreizen, um das herauszubekommen. Und dazu braucht man das Verfahren der Schenkelspreizung. Was ist eigentlich eine Schenkel? Wäre die richtige Antwort, wenn wir eine andere Frage hätten. So, jetzt bin ich aber jetzt einfach heimlich doch bei Mathematik. Weiblichen Schenkelchen. Und zwar bin ich in russischen Sportkadern. Nein. Ich bin bei Bodenturnen, ich bin bei Turnerinnen, ich bin bei der Olympiade. Da wäre ich auch jetzt gerne, aber... Hallo, lass mich zumindest den Gedanken zu Ende formulieren. Danke. Ich bin bei Schenkelspreizen im wahrsten Sinne des Wortes, damit diese kleinen Turnerinnen den... Nein, nicht so, Barbara. Nein, nein. Guck mich weiter so an, Baby. Nein, ich bin in der Tat bei Dehnungsübungen, um Sportlerinnen geschmeidig zu machen. Ich bin im Kreissaal. Herzlichen Glückwunsch. Was machst du da? Ja, prima. Und? Schenkelspreizung war es. Nee, das war mal so ein Angebot. Ach so. Ich glaube, ich sag's euch lieber. Spreizung ist. Jetzt waren wir mit irgendwas. Kannst du euch auch zeigen? Ja, das wäre schön. Ich mach's nicht vor, Herr Ball. Und ich will es bei Ihnen auch nicht sehen. Sie können es gar nicht vormachen. Hast du was ähnlich hat? Mhm. Das ist ja sein Problem. Ich glaube, das ist dein Problem. Ich sage es euch. Also vormachen könnten es Bastian, Herr Herbst und ich. Achtung. Weil wir Haare haben. Moment. Mach mal mein Hemd zu. Nein. Das hier nennt der Hemdenhersteller Schenkel. Je nachdem, in welchem Winkel die vorderen Kanten des Kragens auseinanderstehen, das hängt von der jeweiligen Kragenform ab, liegt eine enge oder eine weite Schenkelspreizung vor. Ja, aber die Kragen bilden ein Dreieck, ein gleichschenkeliges. Aber nicht, wenn man den ganzen Kragen abmacht. Das ist das kein Dreieck mehr. Was ist los? Der Kragen, das ist nur, vergiss es. Ich erkläre es dir nachher mit Bildern. Also, es gibt ja verschiedene Kragen. Es gibt ja Offroad-Kragen, Haifischkragen, Kent-Kragen. Und der Haifisch ist zum Beispiel mit großer Schenkelspreizung. Eine ganz große Schenkelspreizung hat der Kent-Kragen auch. Ganz große Schenkelspreizung. Und der Stehkragen hat die Schenkel amputiert bekommen, oder? Zum Beispiel. Christian Decker aus Bremen, 500 Euro für Sie. Ich gratuliere Ihnen. Sehr schön. Wir kommen zu Stefan Wallasch. Er wohnt in Göttingen und er möchte wissen, was ist der sogenannte Betriebsblick? Ja, das ist der Betriebsblick. Es gibt ja eine Betriebsblindheit. Ja. Es gibt auch Betriebsnudeln. Es gibt auch Betriebsferien. Okay, lass uns erstmal klären, was ein Betriebsblick ist. Der Betriebsblick? Betriebsblick. Der Betriebsblick ist eben, wenn Mitarbeiter guckt. Sich schöne Augen machen, während sie kegeln gehen.
Nein, das ist doch das, was du sagen möchtest. Wenn die immer zum Beispiel am selben Fließband beispielsweise arbeiten und immer eine gleiche Handbewegung machen, die relativ eingearbeitet ist, setzt der Kopf irgendwann aus nach einer gewissen Zeit und die Augen gehen so ein bisschen zur Seite. Ja, ich bin und man macht einfach immer weiter und das ist der Betriebsblick. Man weiß, oh ja, der bearbeitet bei was weiß ich. Nee, ich bin jetzt irgendwie mehr so im übertragenen Sinne in Betrieben, wo es nicht weitergeht, wo keine innovativen Ideen zum Zünden kommen. Sat.1 halt. Ja. Ja, zum Beispiel. Ja, das war die letzte Sendung mit Bastian Pastewka mal gehört. Ja. Ich glaube, Blick ist eine Abkürzung für barbusige Lagerarbeiterin in cleveren Kombinationen. Ja? Und dann ist der Arbeiterin wer? Das gilt es jetzt barbusige. Ah ja, ich verstehe. Also, der Betriebsblick. Was glaubt ihr denn? Was könnte das denn sein, so ein Betriebsblick? Könnte entweder ein Betrieb sein, also etwas, wo Menschen arbeiten, oder etwas, was angetrieben wird, was betrieben wird. Ich glaube Medizin. Es kommt aus der Medizin. Und zwar auf einer Straße, auf der sehr viel Betrieb ist, da steht man ja da und macht immer nur so und guckt immer allem hin und her. Und vielleicht ist das ein unruhiges Hin und Her, Springen der Augäpfel oder des ganzen Kopfes. Und vielleicht sogar bei Kühen, wenn die im Stall sind. Und ja, wenn die gemelkt werden mit Melkmaschinen und haben diese elektronischen Sachen an den Eutern. Und dann der Blick der Kuh. Betriebsblick. Ja. Der Bauer weiß, ob noch Milch im Euter ist oder nicht. Das ist der Blick. Solange das noch am Dröhnen ist, genau, das ist der Blick. Also, Spaß beiseite. Ich glaube, es ist, wenn in einem kaufmännischen Betrieb einer Versicherung, zum Beispiel der Kapitolversicherungs AG, ist ganz wurscht, wie sie jetzt heißt, die Revisionsabteilung sich ankündigt und einen Blick auf den Betrieb wirft. Ja, dann macht der Revisor einen Betriebsblick. Richtige Antwort von Herrn Herbst? Falsch. Ich glaube, vielleicht kommt das aus der Immobilienbranche. Und zwar gibt es Häuser mit einem Betriebsblick. Das heißt, wenn man aus dem Fenster schaut, guckst du ins Gewerbegebiet. Ja, klar. Das heißt dann meist verkehrsgünstig gelegen, wenn es am Autobahnkreuz ist. Genau. Oder so. Ja, genau. Ja, mit Betriebsblick. Noch jemand ohne Fahrschein? Ja. Verkehrsbetriebe, Sie haben sich verraten, Herr Balder. Wo ist der Bus? Das ist so, wenn man. Es ist so ein Haltungsfahrer. Wenn man so. Ja, das ist die. Und bei der Bahn gibt es noch die ganz schlimme Form, das ist so BATS! Ja. Seitdem der die Tabletten abgesetzt hat, ist völlig Feierabend. Dieses Quartal noch keine 10 Euro bezahlt. Das natürlich. Ja, bitte. Ich versuche einfach mal mit Optiker. Sind wir in der Medizin? Nein. Oh, die Frage war zu kompliziert formuliert, glaube ich. Sind wir bei Brillen? Es gibt ja diesen Malocchio, diesen bösen Blick. Es gibt den sogenannten katholischen Blick. Das ist auch sehr. Das ist so, wie du mich gerade anguckst. Sind wir bei Fernsehgeräten? Bei wem? Fernsehgeräten TV. Nein. Was sind denn nochmal Fernsehgeräte? Kleiner Scherz. Wir sind nämlich nicht beim Optiker, aber weil sie so naaah gemacht haben. Ja, ich hätte auch sofort Nein sagen können, aber so sah es einfach schöner aus. Absolut richtig. Dann gehe ich nochmal zurück auf Kühe. Nein, es ist so, dass beim Augenlasern ist das nämlich so, dass wenn die Hornhaut aufgeschnitten, aufgeklappt wird, das ist so, und dann sozusagen etwas Schwieriges rausgelasert wird, vorher eine Art Betäubung stattfindet, eine Art Narkose, sodass die Augen nur noch gerade ausgucken und dass das Lasern möglich ist und man nicht die ganze Zeit zwinkern muss. Das ist eine neutrale Form der Augenstellung und die nennt man den Betriebsblick. Dann hätte er aber bei Medizin nicht die Chuzpe gehabt, zu sagen, nein. Er ist eine Pfeife, warum sollte er das tun? Vielleicht aber wenn Bastian immer den größten Quatsch erklärt, es klingt immer glaubwürdig. Es ist aber die Wahrheit. Man möchte, aber das hat mit der es Frage weiß. Nichts zu tun. Ich habe das machen lassen und es sieht sehr gut aus. Nein, aber ganz auf der Straße kommt es. Genau. Vielleicht kommt es aus dem Museumsbereich. Und zwar gibt es Maschinen können ja in bestimmten Zuständen da sein. Einmal in einem Ruhezustand oder in einem Betriebszustand. Und das nennt man auch Betriebsblick, weil man blickt darauf, als wäre sie in Betrieb. Also das heißt, die Klappen sind zu oder sowas. Lass mich noch mal in eine Fabrik gehen. Es gibt ja Dinge, die sind normiert. Und es gibt Maschinen, um sie auch auszumessen. Und es gibt aber gestandene Handwerker oder Menschen, die so lange in dem Betrieb arbeiten, dass sie das nicht brauchen. Das heißt, die haben einen Betriebsblick. Die wissen, es passt oder es passt nicht. Es ist also ein Ausdruck von man sagt, der hat einen Betriebsblick. Wer? Der Facharbeiter für Aussortieren von schlechten Kaffeebohnen. Ja, zum Beispiel. Das ist gut,
das muss doch jede Ware muss doch durch Prüfung durch. Das ist gut, das sind so Leute, die reinkommen mit so einem Board und immer sagen, ja, das müssen wir nochmal ausbessern. Ich rufe den Schachtschnabel nochmal an. Das ist auch nicht gut. Die ganze Scheiße, da lasse ich einreißen. Solche Leute habe ich früher lange gemacht. Kennst du Leute, die so? Ja. Ah ja. Na, ist auch scheiße. Das hätte ich gerne. Das ist Lisa. Das ist Sat 1. Absolut. Sat 1, schön. Kevin, seine Frau läuft auch nicht, machen wir weg. Habe ich lange für gearbeitet. Ich darf hier nie wieder hinkommen. Doch, doch, doch. Das ist meine letzte. Ich muss mich für immer das alles ziemlich weit weg. Ich werde es euch mal sagen. Ja. Wir Deutschen neigen ja dazu, das haben wir ja schon sehr oft in der Sendung gehabt, für alles immer sofort einen Fachausdruck zu finden. Und Betriebsblick ist auch so ein wunderschöner Fachausdruck. Ein Lokführer bekommt auf seinem Display angezeigt, dass an einer der selbsttätig schließenden Zugtüren eine Störung vorliegt. Zum Beispiel. In so einem Fall muss er aus dem Fenster schauen und kontrollieren, ja, und kontrollieren, ob eventuell Personen oder Gegenstände eingeklemmt sind. Diese persönliche Innenaugenscheinnahme ist für Lokführer der Deutschen Bahn Vorschrift. Sie müssen durch einen Blick prüfen, dass ein sicherer Betrieb gewährleistet ist. Und dieser Blick heißt offiziell Betriebsblick. Ich brauche eben den Betriebsblick. Genau. Weiter geht's. Ja, und was ist, wenn er was sieht? Was sagt er dann? Ja, der hängt drin, aber ich bleib nicht hängen im Zug. Betrieb geht weiter. Der Betrieb geht weiter. Ich spreche weiter. Stefan Baller, €500. Gratuliere. Wir kommen zu Matthias Stauch. Er wohnt in Erfurt. Und Matthias hat eine sehr schöne Frage, wie ich finde. Er möchte gerne wissen, warum gibt es in Berlin Feuerwehrleute, die mit einer Armbrust ausgerüstet sind? Ja. Weil die Auffangnetze mit dieser Armbrust mit Hilfe des Pfeils an Gebäude schießen können, wo man in der Stelle keine Leiter hat. Und dann? Wusch, wusch, zapp, ja, und dann, die bleiben unten. Ich erkläre Ihnen das mal, Herr Walle. Die haben also Auffangnetze für Menschen, die sich aus Fenstern stürzen, weil die Wohnung brennt. So, jetzt haben die diese Armbrust. An der Armbrust ist das Netz festgemacht. Pitch, patsch. Jetzt hängt dieses Netz an zwei Punkten in der Wand. Unten wiederum stehen aber die Feuerwehrmänner. Die das dann festhalten und haben sehr schnell und praktisch aus der Lameng, wie der Kölsch sagen würde, schnell ein Auffangnetz gebastelt. Mit was schießen die denn? Mit der Armbrust! Ja, Moment. Die schießen also mit Pfeilen. Und die Pfeile hängen. Was ist denn, wenn das Haus aus Beton ist? Dann haben die kleine Saugnäpfe. Weißt du die, womit man die Diddelmäuse am Fenster befestigt? Doppelseitiges Klebeband, Freund. Da geht der Berliner auf Nummer sicher. Der Berliner Feuerwehrmann an sich, Popöchen, Popöchen. Das sind die Robot-Feuerwehrmänner. Es gibt noch die Spider-Man-Feuerwehrmänner. Ich finde das aber nicht dumm. Ich glaube, es ist an der Armbrust ist ein Pfeil, der wird durch ein Fenster geschossen, fällt in das Zimmer herunter. Daran hängt ein Seil. Das Seil wird dann gezogen, verhakt sich mit aufgehenden Haken an der Fensterbrüstung. Das Seil wird dann auf der anderen Straßenseite an einem Haus oder am Boden festgemacht und dann hangelt sich da so ein Feuerwehrmann rüber. Und zieht die Oma, die von dem Pfeil durchbohrt wurde. Feuerwehrleuten. Das sind nämlich die, die das Feuer erst machen. Die schießen nämlich mit Armbrusten, mit brennenden Pfeilen, schießen die praktisch erstmal Feuer nach oben. Warum denn? Wenn nur unten Feuer ist und die sagen, Mensch, Versicherungsfall, müssen wir oben auf. Aber das ist leider sehr gut. Man kann doch Feuer mit Feuer bekämpfen. Wenn ein Feuer wild um sich greift, kann man doch ein anderes Feuer legen, sich gegenseitig. Ja, du von Korsika oder von Regenwäldern, aber doch nicht von der Millionenstadt Berlin. Berlin ist nicht so weit weg. Es gibt da Stadtteile, die sind ähnlich. Ich möchte aber Barbara recht geben wollen, Feuerpfeile, dass sie mit der Armbrust Feuerpfeile schießen. Ich möchte niemandem recht geben bis jetzt. Okay. Gut, dann ist da einmal Wasser dran, Freunde. Eine Nachricht. Eine Nachricht.
Für wen? Genau. Für die Oma. 1-1. Ja. Also steht auf 1-1-2 anrufen. Die Hauptstadt ist pleite, ja. Und Berlin kann es sich einfach nicht leisten, mit Wasser das Feuer zu bekämpfen. Ach so, ich dachte, das steht auf dem Zettel. Berlin ist pleite, wir können sie leider nicht retten. Bitte helfen Sie sich. Okay, aber Sie sind mit der Armbrust ausgestattet, um damit Dinge loszuschießen, die sich irgendwo befestigen, um die Ausübung ihres Berufes zu erleichtern, um den Löschprozess, um den Rettungsprozess zu erleichtern. Von Katzen? So? Ja, aber vielleicht, müssen wir, mal, vielleicht müssen wir mal von dem Löschvorgang weg. Vielleicht ja, geht es gar nicht um Löschen. Damit. Feuerwehr, darf Katzen. Ich einmal einen Satz aus? Nein. Okay, Katzen. Und ich denke, ich spreche den Kollegen aus der Sicht. Und zwar, wenn die Katzen jagen müssen oder irgendwelche Tiere, was die in die Katzen oder Spatzen. Feuerwehrleute. Ja, Katzen, die. Ja, von der Oma. Also Kätzchen auf den ja, Baum, kommt die Feuerwehr und holt die runter. Mit der Oma. Da ist man nicht so zynisch. Ja, und die ist dann auch tot und wird so der Oma ins Grab gelegt. Die das nee, und da schießen die Netze mit über irgendwelche Bäume oder die. Über die ganzen Bäume. Ja. Über, ja, ach, Alter, ich jetzt gut. Da, wo diese 20.000 Katzen sitzen. Jetzt tut doch nicht so, als wäre das totale Scheiße. Vielleicht schießen die das, den Boden, doch, ja? Um sich zu befestigen. Bitte? Nee, um hochzukommen. Die nutzt den Rückstoß. Ja. Vielleicht nein. Schießen die in den Boden, anders. Um einfach Befestigung für die großen Löschzüge zu kriegen. Die Löschleiter, liebe Freunde, die Löschleiter wird am Hause angelehnt. Die Oma wird gerettet, Opa wird, alle werden gerettet. So, und dann brennt aber die Löschleiter und verschmelzt voll mit dem Haus. Das heißt, die Feuerwehr kann das Auto nur retten, wenn sie das Haus zieht. Moment! Und damit das nicht passiert, schießen die mit der Armbrust das Haus frei. Und die Leiter passt dann auf. Okay, dann bin ich, das fiel zwar hier schon mal, aber ich sag's trotzdem noch mal. Die wollen damit die Fenster kaputt schießen, damit Sauerstoff das sich des Rauchs bemächtigt. Das ist immer gut bei Feuer. Viel Sauerstoff. Viel Luft muss rein. Um jetzt mal wieder ein bisschen hier ernst zu werden. Na, mir ist das hier alles ein bisschen zu überdreht gerade. Oh, der zweite Herr. Kann es sein, dass Sie sich zu sehr mit Ihrer Rolle identifizieren? Oder darf ich Sie Bernd nennen? Hab ich jetzt nicht verstanden. Nee. Kann es sein, dass die Feuerwehrleute... Nicht. Kann es sein, dass die Feuerwehrleute nur zu bestimmten Zeiten Armbrüste vielleicht tragen? Zu welchen? Christopher Street Day. Mittelalter! Sehr gut. Kein Thema. Doch, Thema. Also. Du meinst, um die Homosexuellen damit in den Popo zu schießen, oder was? Was ist denn hier los? So, dann bleibt mal ganz geschmeidig, ich werde es euch sagen. Ja. Ihr seid ganz weit weg. Also, bei diesen Feuerwehrleuten handelt es sich um die Mitglieder der Betriebsfeuerwehr des Pharmakonzerns Schering. Ja, das ist ja klar. Ja, natürlich. Hintergrund. Bei der Lagerung von Chemikalien in Kunststofffässern können durch Wärme oder zu lange Lagerzeiten Gase entstehen. Wenn diese Gase sich ausdehnen, besteht Explosionsgefahr. Zeigt so ein Fass eine entsprechende Ausbeulung, schießen speziell geschulte Feuerwehrleute mit einer Armbrust ein Loch in die Fasswand. Das Gas kann entweichen. Explosionsgefahr gebannt. Matthias Stauch aus Erfurt, 500 Euro. Ich gratuliere. Super. Ja. Sehr gut. Da warst du ganz nah dran mit dem Christopher Street. Ja, da bin ich auch da. Ja, eben. Eine sehr schnöde und doch sehr einfache und wirksame Erklärung. Ja. Sascha Kleibring kommt aus Ratingen, sitzt heute Abend hier irgendwo rum. Wo? Sascha, die Sascha, Dame hallo Sascha. Sascha, ganz ja. Weit oben. Ist ein Mädchen, Sascha. Ja, ist ein Mädchen, aber nichts anderes gesagt. Ich nee, hab aber Sascha ich habe die Brille nicht auf und es sieht wie ein Mädchen nein, aus. Sascha ist ein Unisex-Name, es hätte ja auch ein Mann sein können. Aber Sascha ist hier ein Mädchen. Ja. Ist wie Horst. Du bist doch ein wie Horst. Weiter. Sascha hat eine sehr schöne Frage, die ich jetzt stellen werde. Und Sascha möchte wissen, was ist eine Glückshaube? Eine Glückshaube. Eine ja. Glückshaube ist vielleicht doch jetzt endlich wenn mal eine neue... Mal, wenn der Ehemann nicht nach Ehren gleich geschieden wird. Entschuldigung, aber bitte.
aus dem Krach halte ich mich raus. Das also, nein, wer möchte? Ich habe jetzt mal wirklich versucht, über den Begriff Haube das ganze Pferd aufzuzäumen. Man spricht doch beim unter die Haube kommen von einer Verehelichung zweier meistens heterosexuell gepolten Menschen. So, wenn diese Ehe dann mal schief geht. Nicht schief geht ausnahmsweise. Sagt man Glück gehabt. Ja. Glück, Haube. Nee, Glück, aber ich bin auch bei dem unter die Haube kommen, weil es schon so ein Ritual ist mit den Hauben. Und die Glückshaube, denke ich auch, ist diese Haube bei diesem Eheritual. Ja. Eine traditionelle Haube. Im Schwarzwald. Die noch immer in Südwestafrika. Ja, Sascha, muss das Taxi selbst zahlen, ne? Ja, ist die Glückshaube nichts anderes als einfach nur der Deckel, mit dem man die Kugel zumacht, wo die Glückszahlen drin sind. Die macht ihr ganz schnell weiter. Die haben mit der ordnungsgemäßen Ziehung des Dings überzeugt. Die Glückshaube ist zu, kein Problem. Ding, ding. Ja, könnte sein. Alles falsch. Komplett verkehrt. Vielleicht hat ja endlich das Friseurswesen Hauben entwickelt, die keinen Krach mehr machen. Oder die Nachbarn haben Glück gehabt, oder? Oder wir gehen Gattungen durch, es ist ein Schmetterling, es ist was Kleines zu trinken, es ist ein Kaktus. Haubentaucher. Ja. Ich glaube, es ist eine uralte Apfelsorte aus der Eifel. Ja, so. Oder ein Rahmschnitzel. Ein Rahmschnitzel ist es, ganz genau. Es sieht sehr gut aus, Sascha. Es sieht sehr, sehr gut leider, aus. Ja, leider, leider. Sehr, sehr gut aus. Eine Glückshaube. Sind wir in der Küche beim Kochen, beim Backen? Gut, wie das heißt. Sind wir da? Sind wir nicht. Nein, ich gebe dir, 100 Euro drauf, wenn du uns einen Tipp gibst, der uns hilft, das zu lösen. Ja. Ja, warte, dann hat sie 100 sicher. Das wird sie nicht tun. Und wo willst du? Kannst 100? Du bitte Sascha mal selber antworten? Was ist denn Glück überhaupt für euch? Ja. Ja, es ist halt eine schwierige Sache. Schwierig. Lass uns da mal jetzt drüber versuchen. Ein Tag im Sommer. Ich finde das eine warme Luft. Ist das ein Wetter? Genau, ein Wetterphänomen. So, ein Wetterphänomen. Die Glückshaube ist ein Wetterphänomen. Wann, wie, wo? Wann, wie, wo? Was? Ja, besonders glückliche Winter aufeinander. Wenn warme Luft aufsteigt und die kalte Luft zur Seite drückt, das kann dauern, damit die Wolken an die Seite gehen und dann die Sonne auf den Boden strahlen kann und das den Boden erwärmt. Die Wolken gehen an die Seite. Gut. Oder verschwinden, weil einfach zum Beispiel kalte Luft aufsteigt. Die Glückshaube ist ein Dach beispielsweise. Ein anderes Wort für ein Dach. Man muss ja auch ein Haus irgendwie oben abdecken. Das ist dann eine Art Haube. Gut, wir nennen Glückshaube jetzt mal eine besondere Form von Dach. Zum Beispiel, wenn lustige Figuren drin sind oder sowas. Schnittpause. Ja, ich sage im Bereich der Gartenzwerge? Bitte? Der Gartenzwerge? Nein, ihr seid ganz weit weg. Es hat überhaupt keinen Zweck mehr. Ich sag's euch. Also, Glückshaube. Wenn bei der Geburt die Fruchtblase nicht von alleine platzt. Ich hab doch gesagt, wir sind im Kreissaal. Ja, das bezog sich auf die Frage. Von einer halben Stunde. Also, wenn die Fruchtblase nicht von alleine platzt, wird sie von der Hebamme angepiekst, damit das Baby nicht erstickt. Und in so einem Fall kann es passieren, dass das Kind nach der Geburt noch einen Rest der Fruchtblase auf dem Kopf hat. Im Mittelalter hat man diese Kinder für Glückskinder gehalten. Und so kam es zu der Bezeichnung Glückshaube, die auch heute noch gang und gäbe ist. Nein. Das ist aber eine süße. Sascha, 500 Euro. Jawohl. Sehr gut. Und Sascha hat sie immer noch auf. Ja. Meine Damen und Herren, wenn Sie auch ein bisschen Geld haben möchten, können Sie uns nach wie vor Fragen einschicken. Von mir ist auch 1.000 oder 10.000, so viel wie Sie wollen. Genial daneben, 50616 Köln. Oder Sie rufen einfach nur an, 01378 1120, oder einfach ein E-Mail fragen@genialdaneben.de. Silvia Hahnel wohnt in Wassertrüdingen. Das liegt, wie wir alle wissen, in Bayern. Und Silvia Hahnel möchte wissen, was sind Mitnehmer? Ich kenne mit Ossis. Ja. Das kam hier hinten aus dem... Er hat's gesagt. Sie! Er was. Also, Mitnehmer. Also, ich könnte schon wieder schwören, wir sind im Insektenreich. Mitnehmer ist eine bestimmte Insektenart, die irgendetwas mitnimmt. Ob das die Pollen sind an ihren Füßchen, im Gegensatz zu den Dalassern, die... Der Dalasser? Ja, die irgendwo anders nicht befruchten. Ja. Ja. Insektenreich, Herr Balder. Okay, lass uns die Antwort einen Moment zurückstellen. Ich glaube... Super geil, wenn der Herbst da ist, muss man den Ball da gar nicht hassen, ne? Ich mach da nur Spaß, du Arschloch. Ich kenn ein Lied. Ich kann singen. Nicht schon wieder. Also. Nicht schon wieder. Was war die Frage? Was sind Mitnehmer? Mitnehmer. Ich glaube, es ist dann typisch deutsch-juristisch verquaster Ausdruck für Diebe in Läden.
Leute, die was mitgehen lassen, etwas. Nein, das wäre aber ein Mitgeher. Nein, ein Mitgeher. Ja, aber Jurist sagt, das ist eine Versicherung. Ich bin bei Anhaltern. Es gibt ja Anhalter, ja. Da muss es auch Mitnehmer geben. Ja. Und vielleicht, wenn da ein Unfall passiert und der Anhalter an sich ist vielleicht nicht versichert, dass der Mitnehmer bestimmte. Vielleicht ein kleiner Tipp von mir: Wir kennen alle Mitnehmer. Wir haben sie auch alle schon gesehen. Ja, ich glaube, es kommt aus dem wissenschaftlichen Bereich des Frühstücks. Bitte was? Aus dem wissenschaftlichen Bereich des Frühstücks, hallo. Du bist sehr nett. Es ist sehr schön, wie du mich unterstützt. Ich möchte ein Kind von dir. Also, egal, Chris, also ey, Christoph, völlig egal, von wem du kriegst, ich will sehen, wie du es austrägst. Ich glaube, also ein Frühstück, und zwar ist das, wenn man Honig zum Beispiel auf sein Brötchen haben will, das ist ja ein echt ein scheiß Problem. Ja, weil tierisch. Das fällt ja immer wieder runter. Das Brötchen? Nein, der Honig. Und der ganze Honig, der auf dem Messer war, wo man sich schon mit angefreundet hat, das fällt wieder zurück ins Glas. Mach mal so, du hast hier Honig. Jetzt gibt es so Spezialgeräte, die sind so gezwirbelt, die sind so schön. Die, und wenn man können wir ein bisschen macht, Musik haben? André Rieu. Damit nimmt man, damit kann man noch besser den Honig mit aus dem Glas herausnehmen. Barbara? Bei McDonald's unterscheidet man ganz klar im Kassensystem zwischen Hieressern und Mitnehmern. Hieressern und Mitnehmer. Ich bin der Mitnehmer. Und Mitesser gibt's auch. Wir sind immer Mitnehmer. Nach dem Essen kriegst du Mitesser. Ja, ja. Das stimmt, bei McDonald's absolut. Ja. Ja, aber ich denke, man unterscheidet hier zwischen. Ja, richtige Antwort. Mir schmeckt McDonald's immer. Mir der auch. Fehler ist nur, dass bei McDonald's zum einen Spiegel geguckt ist. Das Problem ist, bei McDonald's werden sowohl die Mitnehmer als auch die Mitesser ausgepresst. Das ist das. Also wenn er sagt, dass wir das alles schon mal gesehen haben. Sehr gut. Also wenn er sagt, dass wir das alles schon mal gesehen haben, vielleicht sind das ja zum Beispiel Haarklammern, die die Haare mitnehmen, die sonst vom Wind zerzaust einem im Gesicht. Ja, aber wieso sollte Wake oder es sind Krawatten. Es sind Krawattennadeln, die die Krawatten am Hemd verstecken, weil man sonst mit den Krawatten immer die Tassen mitnimmt. Es sind Duschvorhangringe, mit denen man so den Vorhang mitnehmen kann. So. Taxibereich. Taxibereich, mein nächster Vorschlag. Es gibt Taxen, die werden gerufen. Und es gibt Taxen, die werden mitgenommen. Nein, genau. Es gibt Taxifahrer, die nehmen einfach nur jemanden mit. Das sind Mitnehmer, die jemanden aufnehmen. Das sind die fahren einfach dann vorbei. Die fahren auf Bestellung. Ding, 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 ding. Genau. Maschinenbereich, und zwar Mitnehmer. Ich fand das mit den Bienen gar nicht so dumm. Sowas wie, das sind bestimmte Vorrichtungen, die Dinge mitnehmen, wie zum Beispiel den Staub auffangen bei Katalysatoren oder in einer Waschanlage diese Lappen, die so... Ich glaube, es ist eine uralte, in Vergessenheit geratene Apfelsorte aus der Eifel. Ist das mein Lied? Ist das vielleicht ein neuer Name für Müllmänner? Weil Müllmänner Mitnehmer, so neuer Name für Müllmänner. Genau, Briefzusteller und Mitnehmer. Oder Resteficker? Na. Mitnehmer? Bitte was? Zum Schluss auf der meine Damen und Herren, Sie glauben es nicht, immer noch auf Sat.1. Ja, aber das hätte ich auch mal eingestellt, oder? Du hast doch da genau... Schöneberger zu schmutzig. Schöneberger zu schmutzig. Auf der Party alles mitnimmt zum Schluss, was noch übrig war. Und was ist, wenn es wirklich bestimmte Stoffe sind, die besonders anfällig dafür sind, Staub oder irgendetwas mit anzunehmen und mitzunehmen? Nee, oder dass man so sagt, das nimmt mich so mit, wie du riechst. Das nimmt mich so mit. Es gibt auch Aufnehmer, vielleicht sind Mitnehmer diese Fußmatten. Ja, vor am Hauseingang. Von den Machern des Aufnehmers kommt zu ihnen der Mitnehmer. Biologie, Mitnehmer, das sind Botenstoffe, wo man Medikamentenstoffe, also dran haften, die dann mitgenommen werden in ein Organ. Oder apropos, zum Beispiel, hast du schon genommen die heute, die sind kräftig unterwegs, möchte ich sagen. Stoffe, die andere Stoffe absorbieren und somit mitnehmen. Zum Beispiel Kartoffelchips, die Dioxine aufnehmen. Ich sag's euch. Und die ihr wisst es nicht, ihr kommt doch nicht drauf und ihr kennt's alle. Mitnehmer sind Vorrichtungen, die man in jeder Waschtrommel findet. Sie nehmen die Wäsche mit. Wenn die Trommel sich dreht, so wird die Wäsche ständig kräftig durcheinander gewirbelt. In jeder Trommel sind diese länglichen Streben drin. Ja, und das sind die sogenannten Mitnehmer, weil die Wäsche mitnehmen. Richtige Antwort von uns. Silvia Adel, 500 Euro für Sie. Gratuliere Ihnen. Sehr gut. Gut, Schulz Leute. Wohnt in Vechelde, das liegt in Niedersachsen. Kerstin, die ich jetzt recht herzlich begrüße am Bildschirm zu Hause, möchte gerne wissen, was ist ein Damenflügel? Ein Damenflügel?
Das sind Flügeltüren, also Flügeltüren, wo eben in Schlössern nur die Damen eintraten, während es auch im Herrenflügel traten die Herren ein, um sich dann zu einer lustigen Tanzpolonaise zusammenzufinden. Warum nicht gleich falsch? Aber im Damenflügel wohnten die Damen. Also es ist keine Flügeltür, sondern es ist ein ganzer Gebäudeflügel. Gut. Und da waren sehr die Damen gut untergebracht. Noch im heute Schloss bei uns zum Beispiel zu Hause schlafen. Ich glaube, das ist ein lesbisches Red Bull, das nur den Damenflügel verleiht. Das war zu gut. Christoph Marie, ihr habt gehört, in den Scheibenwischer. Damenflügel. Damenflügel ist einfach ein Flügel, zum Beispiel an einem Insekt. Der Flügel, der wird einfach so genannt, vielleicht weil er die Form hat. Es gibt Flügel, die zum Beispiel so aussehen. Wie aussehen? Wie eine Dame. Die Silhouette einer Frau. Ah, wie Coca-Cola. Ja, so. Wie die, also wie Frauen. Das ist bei Ihnen eine Frau. Ja. Das ist bei Ihnen eine Frau? Er ist doch noch ganz am Anfang. Ach so. Vielleicht ist es so, dass der Damen, also Damen wurden ja früher immer für relativ unnütz gehalten. Ja, das ist bei mir eine Frau. Mach doch bitte weiter, entschuldige, ich hatte unterbrochen. Ich glaube, dass Damen früher ja einen schwierigen Stand in der Gesellschaft hatten und dass vielleicht damals? Der Damen... der Damenflügel nicht zum Fliegen da ist, sondern nur Dekor, aber nicht praktisch beim Fliegen unterstützt. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich glaube, es kommt aus dem Schach. Ach. Da gibt es doch eine Dame. Und vielleicht ist der Damenflügel eine bestimmte Zugform, eine Strategie, eine Eröffnung. Was ist der Springerflügel, der Bauerflügel, der Turmflügel, der Königflügel? Das kommt nächste Sendung. Also was ist beim Schach der Damenflügel? Was der Damenflügel ist zum Beispiel genau die, die beiden, wenn die Dame wo steht und genau die beiden schrägen rechts und links geradeaus, das ist mit der Damenflügel. Mit gespreizten Schenkeln. Wenn die Dame wo steht. Auf dem Schachbrett. Ich fange mal einfach an, Herr Ball. Also, die Dame steht auf dem Schachbrett. Wo? Auf Weiß. Wo? Da, wo sie immer steht. Ja. Am Rand, also an ihrem Anfang. Am Rand steht die Dame nicht. Die steht... Steht neben dem König in der Mitte. Das ist doch am Rand. So. Der König steht auf E. So, und was ist jetzt der bescheuert? Was kommt denn unter König? Also die beiden Bauern, die vor ihr links und rechts stehen, in der zweiten Reihe ist der Damenflügel. Nicht die beiden Bauern. Nein, die Dame. Aha, dann der... Wer kann Schach spielen? Also ich glaube, es ist ein Begriff aus dem Schach. Kann mal was, Freunde. Also wenn die Dame da steht. Die Dame ist die Einzige, die überall hinziehen kann. Die kann ja, nämlich nicht überlegen, dass sie... Ah, vielleicht ist der Damenflügel... Ah, natürlich. Die steht links oder rechts vom König. Und der Damenflügel sind die jeweils auf der Seite der Dame stehenden Bauer, Läufer und Turm. Das ist der Damenflügel. Richtig. Ja! Yeah! Die weiße Dame zum Beispiel steht bekanntlich immer auf dem Feld D1 am Anfang. Also aus der Sicht des Spielers mit Weiß links vom König. Die gesamte linke Hälfte des Schachbretts, also Bauern, Turm, alles was da kommt, nennt man deshalb Damenflügel. Und die rechte heißt Königsflügel. Umgekehrt aus der Sicht des Spielers mit Schwarz, da ist die rechte Hälfte der Damenflügel, linke Hälfte der Königsflügel. Ich glaube trotzdem, das ist eigentlich eine längst vergessene Apfelsorte aus der alten Welt. Kerstin, es tut mir leid, ich muss das so gelten lassen, was der Streber gesagt hat. Hohecker darf bleiben. Natürlich. Wir kommen zu Carsten Mandt. Carsten Mandt wohnt in Marburg und Carsten Mandt möchte wissen, was ist der London-Typ? Gibt es auch einen Paris- und Rom-Typ? Ganz übler. Es gibt keinen Paris- und Rom-Typ, nein. Aber es gibt einen London-Typ. Gibt es noch einen anderen Stadt-Typ? Ja. Ein Leipzig-Typ, ein Bremen-Typ, egal was, aber es gibt außer dem London-Typ... Aus dem London-Typ gibt es noch einen anderen. Das ist ein besonders gefühlsechtes Kondom. Also, die werden doch... Ich hab das schon verstanden. Big Ben. Wie heißt du? Big Ben. Wie heißt du? Ich möchte mich, bitte genau jetzt woanders hinsetzen. Ihr habt nicht mehr viel Zeit für diese Frage. Ist das eine Art, wie man ein Hund schert, frisiert? Da musst du Michelle fragen. Ja, eben. Nein, ist es. Sind wir in der Modebranche? Überhaupt. Okay. Handwerk, also Maschinenbau, also ein Gerät? Nein. Autos? Erst recht nicht. Kommt es aus London? Ist trotzdem entscheidend bei der Beantwortung. Ja. Dankeschön.
Tja, ich bin durch. Hat es was mit U-Bahnen zu tun? Um Gottes Willen. Hat es was mit Toiletten zu tun? Jetzt sind wir bei Was bin ich? Architektur. London zu gut. London. Sie haben gesagt, wir haben keine Zeit. Ich habe gesagt, ihr habt nicht mehr so viel Zeit. Aber Architektur? Bitte? Hm? Architektur? So, der London-Typ ist eine. Ist einfach, London liegt an der Themse. Es ist jede Stadt, eben die an einem Fluss liegt, wird London-Typ genannt. Alle Städte liegen an einem Fluss. Nicht alle Städte liegen an einem Fluss. Nein, Rothenburg ob der Tauber zum Beispiel nicht. Das. Die liegt ob der Tauber. Ja. Mhm. Nein. In Bochum ist kein Fluss. Bochum ist auch keine Doch. Stadt. Okay. Oh. Ich stehe dazu. Okay. Also. Schöneberger wieder ins Girls Camp. London-Typ. So, dann ist es eine Stadt, die an einem Fluss liegt, wo ein Riesenrad ist. Also Wien ist London-Typ? Das kann so einfach dann sein. Müsste es auch noch einen Wien-Typ geben, oder? Ja, oh, verdammt, das ist in der Tat der einzige schwache London-Typ. Ich habe ja gesagt, es gibt noch eine andere Stadt. Oh, dann hätte ich recht. Nein, aber nicht Wien. Also ich wäre gut gelaunt dann wieder bei Kaninchen, Tauben oder in der Zucht halt. Ich weil glaube, London ist eine längst vergessen geratene... Ich möchte gleich doch noch mein Lied singen, Herr Bart. Ich möchte wissen, was ein London-Typ ist. Ich glaube, es ist ein Stadttyp. Ein ganz bestimmter. Was für ein Stadttyp? Und zwar ist das, wo sich die Stadt zentral um ein Schloss oder Ähnliches herum gruppiert. Und wo Thronfolger Segelohren haben. So, das ist so. Und ständig beim Polo vom Pferd fallen. Wo es ein Westend gibt, wo etwas reichere Leute wohnen, und ein Eastend, wo es nicht so reich aussieht. Ist es die Art, wie die Straßen angeordnet sind in einem Stadtplan? Dass sie kreisförmig sind oder die Straßen kreisförmig parallel. Das ist albern, wenn man dann nie ankommt. Ich male Ihnen das auch gleich auf. Ich muss eh einen Stift rausholen für den Herbst. Da kann ich dann auch noch das. Gibt es diese andere Stadt, würde die uns helfen, wenn wir die rausfinden würden? Ich glaube nicht, aber ich sag's euch trotzdem nicht. Herne. Herne. Sprockhövel. Okay, ich sage euch die andere Stadt, aber es hilft euch nichts. Los Angeles-Typ. Ah, Los Angeles. Ah, ja, dann jetzt ist es einfach. Deshalb halte ich mich jetzt mal raus. Ja, gemein. Dann sagt mir. Also, der Los Angeles-Typ ist... Nee, das wäre gemein, ich hab schon... London-Typ wird alles hochgebaut, Los Angeles-Typ wird alles gebaut. Genau. Die Brücke könnte es doch sein. Die Brücke finde ich gut, sag mal weiter. Die Brücke finde ich gut, sag mal weiter. Was? Über beide Städte geht eine Brücke. Und zwar am Quai. Genau. Nee, aber in London war ja die erste Brücke, die sich so geöffnet hat, damit die Schiffe durchfuhren. Und in London, und in Los Angeles 500 Euro für Ella von Sinn. Nein. Und in London, in Los Angeles gibt's nur Brücken, die... Da gibt's gar keine Brücken in Los Angeles. Echt? Ja. Ich war in San Francisco. Ja. Aber gibt's einen Fluss da? Nein. Siehst du? Dann gibt's doch nicht nur Städte mit dem Fluss, oder Hab nicht? Hab ich das gesagt? Ja, du hast das gesagt. Ach ja. Das heißt, es gibt einen Bochum-Typ und einen Los Angeles-Typ. Das ist schon mal klar. Aber was ist der London-Typ? Geht es um Dope? Nein, ich sag's euch mal. Durch die Altstadt also, London-Typ nennt der Meteorologe den klassischen Wintersmog. Oh, das ist aber langweilig. Der kommt zustande, wenn sich warme Luft über bodennahe Kaltluft schiebt und eine Dunstglocke bildet. Abgase können dann nicht mehr entweichen. Ist bei Bochum es herrscht Smog. London-Typ, weil diese Variante der Smogbildung sehr oft in London auftritt, im Gegensatz zum Los Angeles-Typ, dem klassischen Sommersmog, der sich vor allem durch erhöhte Ozonwerte bemerkbar macht. London-Typ, Los Angeles. Kann können wir wieder nicht so. Ist mir völlig wurscht, wie ihr das fandet. Carsten Mann fand das klasse, der kriegt jetzt 500 Euro. Ich gratuliere. Wir haben sehr viel Geld heute. Habt ihr überhaupt was gewusst heute? Ja, ja, einer von den sieben Zwergen wusste was. Eins, ja natürlich, ja. Mit dem Schach. Morgen begrüßen wir hier Ralf Schmitz, Thomas Hermanns und Herbert Feuerstein. Hoffe, dass Sie morgen auch wieder da sind. Vielen Dank, das war Geniale Leben für heute. Tschüss. Dein Scheißfernseher, der ist sowieso nur schwarz. Du hast doch nicht reingeguckt, wenn ich... Nein, natürlich, ich habe ja jeden Abend geschlafen.